Um diese doppelte Ungleichung zu lösen, lösen wir zuerst beide Ungleichungen separat und zum Schluss werden wir die gemeinsamen Lösungen zusammenfügen. Diese Ungleichung steht da und diese Ungleichung steht da. Beginnen wir mit dieser. Vorsicht, nicht den Fehler machen, dieses x rechts rüber zu setzen, wo es dann multipliziert, denn wir wissen nicht, ob x streng positiv, streng negativ oder 0 ist. Das heißt, wir wissen nicht, ob wir dieses Ungleichheitszeichen umdrehen müssen oder nicht. Also nehmen wir diesen x-Term, setzen den links rüber, der wird dann dazu minus x, und so haben wir diesen Bruch minus x. Diese zwei Brüche machen wir dann gleichnamig und somit erhalten wir diese Ungleichung. Wir werden diese Ungleichung selbstverständlich per Zeichentabelle lösen. Die zwei Nullstellen vom Zähler, das sind 4 und 8, und die Nullstelle des Nenners, das ist die 0. Dieses Trinom zweiten Grades wird also bei 4 und bei 8 gleich 0. Außerhalb dieser zwei Nullen setzen wir das Vorzeichen der Vorzahl von x², also minus, und zwischen den zwei Nullen das entgegengesetzte Vorzeichen. Die Zahl x ist selbstverständlich 0 bei 0. Rechts von dieser 0 schreiben wir plus und links von dieser 0 schreiben wir minus. Bevor wir die Schlussfolgerungen aufschreiben, seien wir vorsichtig und tragen diesen Bruchstrich auch in unsere Tabelle ein. Denn wenn unterhalb von dem Bruchstrich eine 0 erscheint, dann gehört sofort ein Schrägstrich in diese Zelle. Jetzt schauen wir bei 4. 0 geteilt durch eine streng positive Zahl, das macht 0. Bei 8 genau dasselbe. Links von der 0 haben wir neck geteilt durch neck, also pos. Zwischen 0 und 4 haben wir neck geteilt durch pos, also neck. Zwischen 4 und 8 pos geteilt durch pos, das heißt pos. Und rechts von der 8 neck geteilt durch pos, das heißt neck. Gefragt wird hier, wann ist dieser Bruch streng negativ? Streng negativ ist dieser Bruch da und da. Also markieren wir diese zwei Felder in grün, fahren diese grünen Felder nach oben bis zur x-Zeile und deuten, dieser Bruch ist streng negativ, dann und genau dann, wenn x sich streng zwischen 0 und 4 befindet oder wenn x streng größer ist als 8. Diese Lösungsmenge von der ersten Ungleichung stellen wir auf dem Zahlenstrahl dar. Die Lösungen werden alle grün eingezeichnet. Wir sehen hier effektiv, alle Zahlen streng zwischen 0 und 4 wurden grün eingezeichnet, weil es ja Lösungen sind. Und alle Zahlen streng größer als 8 ebenfalls. Die restlichen Zahlen werden selbstverständlich rot eingezeichnet, weil sie nicht Lösungen sind. Kommen wir jetzt zur zweiten Ungleichung. Diese zweite Ungleichung lösen wir ähnlich wie die erste. Zuerst setzen wir diesen x-Term rechts rüber, der wird dazu minus x, und dann haben wir den Bruch minus x und machen diese zwei Brüche sofort gleichnamig. Das führt dann sofort zu dieser Ungleichung, und diese Ungleichung ist wirklich sehr ähnlich zur vorigen. Die Zeichentabelle dazu sieht ganz genauso aus wie die vorige, nur sind diese zwei Nullstellen für dieses Trinom 1 und 10. Ansonsten ändert sich gar nichts. Hier wird gefragt, wann ist dieser Bruch streng positiv? Streng positiv, das ist da und da. Diese zwei Felder zeichnen wir in grün, fahren diese grünen Felder nach oben bis zur x-Zeile und deuten, dieser Bruch ist streng positiv, dann und genau dann, wenn x streng kleiner ist als 0 oder wenn x sich streng zwischen 1 und 10 befindet.
Diese Lösungsmenge zeichnen wir ebenfalls auf dem Zahlenstrahl in grün ein. Von minus unendlich bis 0, aber 0 ausgeschlossen, das sind diese Lösungen. Und dann von 1 bis 10, 1 und 10 selbst, aber ausgeschlossen, das sind diese Lösungen. Alle anderen Zahlen werden rot eingezeichnet. Jetzt fügen wir alle gemeinsamen Lösungen zusammen, das machen wir wieder auf dem Zahlenstrahl und gehen wie folgt vor. Alle Zahlen, die durch die erste Ungleichung ausgeschlossen sind, sind auch fürs Gleichungssystem ausgeschlossen. Und jetzt schließen wir noch alle Zahlen aus, die durch die zweite Ungleichung ausgeschlossen sind, also so. Und alle nicht ausgeschlossenen Zahlen sind Lösungen vom Gleichungssystem, das heißt hier von dieser doppelten Ungleichung. Also alle Zahlen, die sich streng zwischen 1 und 4 befinden, sowie auch alle Zahlen, die sich streng zwischen 8 und 10 befinden, bilden die Lösungsmenge von dieser doppelten Ungleichung. Und somit haben wir die Lösungsmenge gefunden und die Übung ist beendet.